servus, liebe Judo-Freunde, und willkommen zu Wie stecke ich Kartoffeln wie zu Obas Zeiten? Ja, so in etwa. Im Hintergrund hört man den Zweizylinder-Sound vom KL300. Der Vater fährt gerade mit der Kartoffelsteckmaschine auf zum Waschhaus und holt, glaube ich, noch ein paar Bamberger Handler. Ich weiß auch nicht genau. Oder sammelt er bloß meinen Bruder ein, weil zum Stecken müssen wir zu dritt sein. Die Maschine ist leider nicht vollautomatisch, sondern halt benötigt zwei Personen hinten drauf und einen Fahrer. Und den Fahrer könnte man sich eventuell sparen. Man könnte ja das Lenkrad feststellen beim Kramen. Nee, das lassen wir mal lieber raus. Das ist ja verboten. Ich bin schon mal runtergefahren mit dem Radlader. Ich habe auch ein paar Kartoffeln mitgebracht. Da jetzt ein wenig verschiedene Sorten drin. Die Afra und Granola sind gemischt. Da habe ich noch ein paar, ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was das war. War noch irgendwelche. Noch einmal. Meine Kameraausrüstung habe ich mir mit runtergenommen. Braucht mehr schließlich alles. Ja, und der Hundi ist auch da. Der hängt aber heute leider an der Leine, weil der hat in letzter Zeit ein bisschen viel gestänkert und ist ein wenig arg viel stiften gegangen. Und spätestens, wenn er auf der Straße rumläuft, wo die Autos fahren, dann sag ich mal, muss er halt da bleiben. Deswegen habe ich ihn jetzt angehängt. Wenn er in den Schatten will, kann er sich ja hinter den Radlader setzen, wenn er will. Muss mit raus soll er. Weil oben quietscht er sonst wieder, weil ich nicht da bin. Ja, mein Kartoffelbeet noch einmal. Schön feingrünlicher Boden. Auch richtig schön unter die Füße nach, sieht man. Der ist optimal. Ja, ich sag ja, wenn jetzt dann der Vorder mit dem Kramen noch runterkommt, sollte es losgehen. Ich wünsche auf alle Fälle schon mal viel Spaß bei dem Video. Und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennt, da oben kommt der Kramer. Oder kommt er auch nicht? Was tut er? Der wird schon kommen und dann geht's los.
Ja, so viel zum Kartoffelstecken 2018. Der Drohnenflug hat leider nicht geklappt. Es ist einfach doch zu windig dafür. Also mir ist es zu risikoreich. So viel Flugerfahrung habe ich mit der Drohne noch nicht, dass ich es mir zutraue. Da lasse ich es lieber bleiben. Ja. Wir können nochmal einen Überflug machen, wenn es ein wenig windstiller ist. Dann zeige ich euch mal das Feld von oben. Aber heute dann definitiv lieber nicht. Das ist mir einfach zu riskant. Weil das Starten und Landen ist eigentlich der heikle Grund. Wenn sie mal in der Luft ist, hat sie GPS. Aber Starten und Landen will ich sie nicht umschmeißen. Vielleicht, wenn ich ein wenig mehr Flugerfahrung oder so habe. Ja, das ist jetzt der Kartoffelacker. Unterstes Beet sind Süßkartoffeln. Dann kommen drei Beete Bamberger Handler. Und der Rest, das ist dann bunt gemischt. Also da kann ich schlecht sagen, was ist. Soweit ich jetzt mitgekriegt habe, ist da gar kein Afra mehr dabei. Das war, glaube ich, sogar bloß noch die Granola. Muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, das war nur noch Granola. Afra hatte ich gar nicht mehr, also habe ich Quatsch erzählt. Egal, naja, komm vor. Ja, man sieht schon, es sind auch ein paar so Kanten drin. Das lässt sich leider in der Hanglage nicht vermeiden. So die Häufen sind sie nicht schlecht. Aber halt, wie gesagt, den Schlepper zieht es hinten dann einfach rum. Der Boden ist relativ weich. Das ist durchs Auffräsen. Und dann eben diese Hanglage, die wir hier haben. Ich meine, das wird man auf dem Video wird man es gar nicht so richtig erkennen. Aber es ist schon alles relativ hügelig hier. Und ja, wie gesagt, wir haben ja Erosionsklasse 2 und das merkst du halt da beim Arbeiten. Hier zieht es den Schlepper einfach hangabwärts. Vor allem mit Anbaugerät hinten dran. Na gut, ja, so viel jedenfalls. Die Kartoffeln sind drin. Wird jetzt ein wenig dauern, dann werden sie einmal aufkäufelt. Da haben wir auch eine Maschine, die hinter den Kram passt. Meiner anderen Rammer oben jetzt gerade die Kartoffelsteckmaschine noch weg. Und ich habe noch ein paar Startrohre jetzt, die ich noch schnell verfuhr. Und das war es dann eigentlich auch. Also ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Auch wenn wir keine Luftaufnahmen hatten. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und dann würde ich sagen, einen schönen Maifeiertag. Geht wandern oder was auch immer ihr gerade vorhabt. Und man sieht sich demnächst. Servus!